Allah subhanahu wa ta'ala regelt durch die Scharia die drei wichtigsten Beziehungen, die der Mensch eingeht. Die Beziehung zwischen Allah und dem Menschen, zwischen dem Menschen und anderen Menschen und die Beziehung zu einem selbst. Was wäre ein Fisch ohne Wasser? Als in Europa lebender Muslim muss man sich ständig anhören, wie gefährlich doch die Scharia wäre. Man fordert von den Muslimen, sich von ihr zu distanzieren und schürt Ängste bei den Bürgern gegenüber der Scharia. Auch Muslime werden zunehmend verwirrt und wissen nicht, was die Scharia eigentlich ist. Unter den Muslimen gibt es so manchen, die nicht wissen, was dabei eigentlich von ihnen gefordert wird. Sie wissen nicht, wie gefährlich die Forderung, sich zu distanzieren, für sie und ihr Jenseits ist. Deshalb ist es notwendig, darauf zu schauen, was die Scharia eigentlich ist und wie wir zu ihr stehen müssen. Das Wort Scharia ist sprachlich eine unerschöpfliche Wasserquelle, aus der die Menschen ihren Durst stillen. Die Scharia wird so bezeichnet, weil sie alle aus Koran und Sunna abgeleiteten Gesetze umfasst. Sie ist also die Quelle der Rechtleitung des Menschen, so wie das Wasser die Quelle des Lebens darstellt. Wenn du also dein Gebet verrichten möchtest, dann musst du es so tun, wie die Scharia es vorgesehen hat. Wenn du fasten möchtest, dann so, wie die Scharia es verlangt. Wenn du die Hadsch machen möchtest, heiraten willst, eine Arbeit nachgehen, Filme schauen, dich unterhalten, sogar wenn du auf die Toilette gehen möchtest, musst du es so tun, wie die Scharia es vorsieht. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen nämlich in allen Lebenslagen die Rechtleitung gezeigt. Erst wenn du deine Handlung so verrichtest, wie es die Scharia vorgesehen hat, wirst du auch dafür belohnt. Das ist so, weil gemäß der Scharia zu handeln bedeutet, gemäß der Rechtleitung zu handeln. Allah subhanahu wa ta'ala regelt durch die Scharia die drei wichtigsten Beziehungen, die der Mensch eingeht. Die Beziehung zwischen Allah und dem Menschen, zwischen dem Menschen und anderen Menschen und die Beziehung zu einem selbst. Zur Regelung zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und dir zählt unter anderem, wie du zu beten und zu fasten hast. Allah subhanahu wa ta'ala hat Dinge im Gebet zur Pflicht erklärt, andere wünschenswert gemacht und andere Dinge verboten. So teilt uns Allah subhanahu wa ta'ala mit, worauf wir zu achten haben, wenn wir unsere Beziehung zu ihm pflegen. Zu der Regelung zwischen dir und den Menschen gehört etwa, welche Verträge geschlossen, wer und wie geheiratet und von wem Geld geliehen oder geerbt werden darf. Durch die Gebote und Verbote Allahs, welche durch die Scharia geregelt werden, zeigt Allah subhanahu wa ta'ala uns, wie wir mit anderen Menschen umzugehen haben. Und zu der Beziehung zu dir selbst gehört, was für einen Charakter du haben sollst, wie du dich kleiden und was du essen darfst. Die Scharia umfasst also jeden Bereich im Leben des Menschen. Wir unterscheiden nicht zwischen den Gesetzen des Gebets, der Kleidung oder der Staatsführung. Sie alle sind Teile der Scharia und damit ein Teil der Rechtleitung Allahs. Die Forderung, sich von der Scharia zu distanzieren, nachzugeben, würde das Verlassen und Verleugnen der Gesetze Allahs bedeuten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, glaubt ihr etwa nur an einen Teil des Buches und verleugnet einen anderen? Erst durch die Scharia kann der Muslim als solcher ein Leben im Wohlgefallen Allahs führen. Durch sie kann der Mensch die richtigen Entscheidungen treffen. Durch sie erfährt er von den anderen Menschen Gerechtigkeit und nur durch sie haben die Muslime in der Vergangenheit Ehre besessen. Unter der Rechtleitung Allahs lebten die Muslime ein von Glück erfülltes und sicheres Leben. Ganz im Gegenteil zu heute, wo Zerstörung, Verzweiflung und die ständige Angst vor dem Tod die Umma begleitet. Dadurch, dass wir unsere unerschöpfliche Wasserquelle hinter uns gelassen haben, sind wir nun wie ein Fisch auf dem Trockenen. Wir zappeln und zucken in ständiger Angst davor auszutrocknen. Doch wenn wir nicht zurückkehren, werden wir auf kurz oder lang unser Ende finden. Deshalb sollten wir uns ebenso wie ein Fisch sich nach dem Meer sehnt, nach der Scharia sehen, welche uns Leben spendet.